sage mal, aus der Sicht eines Bürgers, oder? Heißt ja Demokratie, dass sie eine Auswahl möglichst unterschiedlicher Positionen haben. Und das ist ja eigentlich aus der Sicht der Demokratie wünschenswert, dass sie eine möglichst breite Partei haben, was natürlich ein möglichst breites Spektrum haben. Das ist vielleicht etwas die Schattenseite oder der Unterschied stärker Deutschland-Schweiz. Wir haben in der Schweiz einfach eine noch breitere Palette an Meinungsangeboten und Positionsangeboten. Das hat entscheidend mit der direkten Demokratie zu tun. In einer repräsentativen Demokratie wie in Deutschland haben Sie sozusagen im Parteien-Mainstream meines Erachtens eine viel homogenere Meinungslandschaften. Also der Mainstream in Deutschland ist sicherlich etwas homogener, als er irgendwo in der Schweiz ist. Und das ist an sich ein Nachteil für den Wähler, für den Bürger, weil es werden ihm auf bestimmte Positionen kommen irgendwie nicht vor oder sind dann derart am Rand draußen oder werden dann quasi als extremistisch diffamiert. Das ist dann gar keine reale Option. Also konkret gibt es einen Bedarf. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, eine FDP könnte ja eine an sich, sagen wir mal, liberal-konservative Position einnehmen. Aber was heißt das? Es ist auch nicht ganz so einfach in Deutschland, weil sozusagen die ganze nationalstaatliche Tradition oder der Resonanzboden, der zum Beispiel in der Schweiz viel stärker auch im politischen Spektrum vertreten ist, das ist irgendwo in Deutschland bis zu einem gewissen Grad eine No-Go-Area. Das heißt also, wenn Sie zu stark auf dem, ich sage jetzt, nationalliberalen Spektrum sind, dann laufen Sie Gefahr, schnell ausgegrenzt und so etwas diffamiert zu werden. Aber ich empfinde tatsächlich die deutsche Parteienlandschaft als erstaunlich homogen, ungut homogen in dem Sinn von den Positionen her. Und das lässt sich zum Teil auch daran ablesen. Schauen Sie mal die letzten paar Jahre an, die Regierungen Rot-Grün, Schwarz-Rot und Schwarz-Gelb. Versuchen Sie mal, die großen Unterschiede zwischen diesen drei Regierungskonstellationen zu benennen. Also aus der Sicht der Deutschen hat man zwar dreimal die Regierung gewechselt, aber am Schluss ist immer ungefähr die gleiche Politik herausgekommen. Und das ist für eine Demokratie kein wirklich gutes Zeichen. Da möchte ich nicht sagen, dass der Deutsche eine schlechte Demokratie ist, aber es ist zu wenig Auswahl da. Ich glaube aber nicht, dass eine Partei rechts davon eine Chance hätte, weil ich sehe nicht, wer das machen könnte. Und ich sehe einfach die Gefahr, dass sehr schnell so eine Bewegung natürlich dann auch völlig an den Rand gedrängt würde und irgendwo diffamiert würde, was auch immer. Was im linken Spektrum etwas weniger der Fall ist, naturgemäß. Ja, ich nicht. Ich lebe ja nicht in Deutschland. Lebe ja nicht in Deutschland. Es gibt viele Deutsche, die mich oft darauf ansprechen und sagen, wieso will ich mit der Weltwoche nicht mal nach Deutschland gehen. Ich bin natürlich ein bescheidener, vorsichtiger Mensch. Das sind da riesige Abenteuer. Ich kenne auch die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit der Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland. Aber ich würde mal sagen, ein Blatt. Mein Vorbild ist ja der Spiegel der 60er Jahre. Das ist sozusagen ein Blatt, das einerseits Gegensteuer gibt, nicht den Konsens bewirtschaftet, damals zumindest nicht, und gleichzeitig auch Missstände aufdeckt im Staat, Missstände in der Politik und sich eben nicht mit der Politik verbandelt und gemein macht. Und da glaube ich, da würde es zum Teil in Deutschland, wenn ich mir das erlauben darf, die Aussage, würde es vielleicht nicht schaden, wenn die Journalisten da zum Teil etwas kritischer sind und auch dem publizistischen Mainstream gegenüber in Deutschland einfach etwas kritischer eingestellt sind. Es gibt Versuche, Fokus geht immer etwas auch in diese Richtung. Vielleicht kommen die in der Krise dazu, hier diese Rolle etwas aktiver zu spielen. Schon, aber es ist, das ist unternehmerisch natürlich, ist das eine sehr große Sache. Das können Sie nicht noch so schnell aus dem Hut zaubern. Da müssen Sie dann, das ist dann eine ganz generalstabsmäßige Übung. Plus, man darf einfach etwas nicht vergessen. Journalismus, auch im politischen Bereich, ist eine sehr letztlich eine intime Angelegenheit in dem Sinn,
dass sie sich irgendwo an der DNA ihres eigenen Landes bewegen. Also sie bringen Debatten auf, sie decken Probleme auf. Um Probleme aufzudecken, brauchen sie einen Maßstab. Was ist eigentlich überhaupt ein Problem? Ich meine, ein Oscar Lafontaine definiert ein Problem anders als ein Guido Westerwelle und so weiter. Da kommt also das Politische kommt ins Spiel. Und Journalisten haben da eine sehr große Wirkung und das rüttelt die Leute auf, je nachdem, was man schreibt. Und da muss man auch sehen, wenn Sie natürlich als Schweizer, als Journalist in ein Land kommen wie Deutschland, ich glaube nicht, dass die Deutschen darauf gewartet haben, dass ihnen ein Schweizer erklärt, wie jetzt ihr Land funktioniert oder was jetzt vernünftig ist. Das müssen die Deutschen schon noch selber zustande bringen. Also wenn die Not dann ganz schlimm ist, oder, dann kann man sich ja mal bereit erklären, als Schweizer das zu machen, aber ich würde sonst den Deutschen empfehlen, diese Fragen müsst ihr selber. Diese Debatte müsst ihr selber austragen, und wenn etwas fehlt, dann muss das halt ein Deutscher erfinden.